wünsche euch einen guten Morgen. Herzlichen Dank für die vielen lieben Glückwünsche zum gestrigen Tage. Ich bin ja nicht so der Geburtstagsfeiermensch und Fanmensch, aber es hat mich trotzdem berührt, dass ihr so lieb und nett an mich gedacht habt. Und ja, ich habe es ja oft genug erwähnt, leider in den letzten Tagen. Es hat sich ja ausgehend von dem Geburtstagskuchen beim Grillen, beim veganen Grillen, wo das dann das erste Mal nicht thematisiert war. Aber gut, so ist es dann halt und ich muss mich halt dann auch da der Sache stellen, dass ich Geburtstag habe und dass ich beglückwünscht werde. Auch wenn das wieder so eine konditionierte Sache ist. Aber ich will es gar nicht runterreden, ich möchte es einfach nur genießen, eure lieben Wünsche an mich. Und in dem Zuge muss natürlich auch der Sebastian erwähnt werden, der mir auch ein Geschenk geschickt hat. Und das Unpacking kommt auf jeden Fall dann heute, also jetzt als Video, für euch alle, dass ihr seht, ich habe alles erwartet, aber nicht das, was gekommen ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ansonsten zwei kleine Ankündigungen. Zum ersten, dass ich heute, also jetzt noch am Samstag, das Video für die glutenfrei Challenge oder den glutenfrei Versuch von den 30 Tagen gar nicht posten kann, weil, und das ist das zweite, meine Freundin mir gesagt hat, dass sie mich ab Mittag entführen möchte. Das heißt, ich soll mit einer Rose am Knopfloch, nein, ich soll zum Bahnhof kommen und ja, und dann vom Bahnhof aus soll ich mir 24 Stunden nichts vornehmen und entsprechend kann ich auch nicht die glutenfrei Video des Abends posten. Ist natürlich dann auch eine Herausforderung, weil ich habe jetzt meinen Smoothie getrunken und dann weiß ich natürlich, dass ich oder weiß nicht, was mich am Tag erwartet. Und das heißt, ich werde mir eine Packung Nüsse mitnehmen als Notvorrat. Ansonsten wird es vielleicht heute eine richtige Challenge, glutenfrei leben zu können. Aber wenn man zu Hause ist, ist es immer relativ einfach. Aber wenn man auswärtig ist, mal schauen. Auf jeden Fall werde ich auch entsprechend die nächsten 24 Stunden, beziehungsweise ja, ihr werdet das sozusagen jetzt wo ihr das Video seht, zum Sonntagvormittag wird es wahrscheinlich noch bis Mittag sein, dass ich sozusagen nichts von mir gebe, weil ich einfach nicht am Rechner bin, keine Arbeit machen kann, kein YouTube, gar nichts. Ich bin 24 Stunden vom Internet befreit. Also ist auch für mich eine sehr, sehr interessante Erfahrung. Fast schon eine Challenge. Ja, ansonsten machen wir erstmal das Unpacking Video vom Sebastian. So, da stehen wir jetzt hier vor dem Päckchen von Sebastian, mein Geburtstagspäckchen von einem von euch, und ich bin sehr, sehr gespannt. Ich habe extra wirklich nicht das Päckchen aufgemacht, weil hier steht, bitte pack das Päckchen erst an deinem Geburtstag aus. Deinem aber klein geschrieben, schreibt man das nicht groß, aber ich glaube, das ist eine neue Rechtschreibreform, aber ist okay. Oh, sogar festgeklebt. Ja, also danke Sebastian, für was auch immer du dich jetzt hier entschieden hast, mir zu schenken, aber ich bin sicher, deine komplette Dankbarkeit und das wird alles jetzt hier drin sein, und ich bin jetzt schon überwältigt. Ich bin sehr gespannt, ob das, ich mach's einfach auf, ich labere gar nicht mal so viel rum. Also, es geht los. Eine Zeitbombe ist es schon mal nicht, weil es hat nicht getickt. Macht ihr das auch, dass ihr beim Paket immer vorher dran guckt und rüttelt, ob es irgendwie tickt? Ich habe da irgendwie so einen Tick. Okay, egal. Oh. Es sind mehrere Sachen. Es sind mehrere Sachen. Es ist semi-schwer, es könnte eine Tasse sein. Es könnte eine Tasse mit meinem Bild sein. Ja, nee. Oh, noch ein Brief und noch ein eingepackt. Mensch, das ist ja wie bei dem Matroschkas früher. Good morning, Christian. Sehr geil, sehr, sehr geil. So, und da wird aber mit Sicherheit ein Geldschein drin sein. Nein! Oh, lieber Christian, ich hoffe auf diesem Weg alles Gute zum Geburtstag. Ich hoffe, es ist okay, dass ich dafür dein Impressum genutzt habe. Natürlich ist das okay, dafür habe ich da hingeschrieben, damit ich Geschenke kriege, ohne vorher nachzufragen. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Das Geschenkpapier ist dazu da, dein inneres Kind und deine feminine Seite zu würdigen. Woher weißt du, dass ich eine feminine Seite habe? Sehr schön, nein, ist wunderbar. Also ich habe ja nicht damit gerechnet, weil jeder weiß in meinem Umfeld, dass ich kein Geburtstagsgeschenk möchte. Du Sebastian natürlich nicht, und deswegen ist es auch mein einziges Geburtstagsgeschenk, was ich sozusagen jetzt kriege. Und ja, ach so, neben meine Mama kann sich auch wahrscheinlich nicht zurückhalten, der hat mir einen Umschlag geschenkt. Da wird wahrscheinlich auch irgendwas drin sein. Aber ansonsten, ja, ist das Thema Geburtstag eigentlich für mich gegessen, aber dank Sebastian ist es wieder hervorgeholt. So, das ist... Das sieht alles so sinnvoll aus und so wirklich, also so echt. Ich habe mit irgendwelchen Scheiß gerechnet, aber das ist... Hm.
Boah, das ist was Echtes, das ist ein richtiges Geschenk. Das ist Brasil Oat Snack, das sind Riegel. Riegeltest gefällig. Natürlich teste ich die, lieber Sebastian. Geile Sache. Das ist was richtig Sinnvolles. Sebastian, das kann ich doch nie wieder gut machen. Sehr geil. Einfach 4 Riegel. Und die esse ich 100%ig auch alle. Also, wunderbar. Mensch. Sebastian, ich habe mit irgendwelcher Scheiße gerechnet. Das ist ja ein richtiges Geschenk. Das ist ja, da fühle ich mich ja richtig schlecht. Das klingt zum Glück sehr leicht. Das wird Männertee. Natürlich sagt alles, ist zwar mit Chili, aber immer ohne Avocado. Naja, Ingwer, Ginseng und Chili. Also Chili bin ich überhaupt kein Fan und Schärfe auch nicht. Aber aus Respekt vor deinem Geschenk werde ich auf jeden Fall mal ein Beutelchen probieren. Werde ich testen, aber nein, ich sag mal nichts. Also könnte nach hinten losgehen, sag ich mal. Noch was. Und es ist ja unglaublich, ist da noch was drin? Nee. Also Sebastian, ich bedanke mich jetzt schon, also für die Riegel da, das ist ja, da kannst du schon gar nicht. Naja, gut, jetzt weiß ich, was mit der femininen Seite gemeint ist. Ein Geschenk. Ein Buch. Und auch mit Ornamenten. Also Sebastian. Oh. Die Kuh, die weinte. Buddhistische Geschichten über den Weg zurück. Eine wundersame Sammlung inspirierender Geschichten. Nie wurde buddhistische Weisheit witziger präsentiert. Oh, Sebastian, das kann gar nicht schlecht sein. Das Buch wurde von einem Mönch des Theravada-Buddhismus geschrieben und beinhaltet mehrere Kurzgeschichten. Ich hoffe, du kennst es noch nicht und es gefällt dir ein wenig. Also kennen tue ich es noch nicht und also, ich kann mir nicht vorstellen, dass es mir nicht gefällt. War das jetzt richtige Verneinung? Also, das klingt phänomenal. Und Kurzgeschichten, das klingt wie, dass das absolut meine nächste Klo-Lektüre wird. Bei Kurzgeschichten, da sind wir ja immer nur, ich bin immer nur eine halbe Stunde auf dem Klo. Und dann, und die ist ja noch kürzer als kurz. Sebastian, ich danke dir wirklich echt richtig, weil das Buch ist auf jeden Fall richtig toll. Die Riegel hier, die sind immer richtig toll. Alles was süß ist, ist irgendwie immer richtig toll. Gut, das ist wahrscheinlich für den Arsch, aber ich werde es probieren. Aber Sebastian, vielen Dank. Ich werde es dir nochmal im Video sagen. Also bin echt irgendwie ein bisschen geschockt. Ich habe mit irgendwelchen Blödsinn gerechnet. Aber ja, ich sage einfach mal Danke. Ja, also ich habe wirklich vieles erwartet, vor allem Unsinn, aber dass echt so ein herzliches, liebes Geschenk dabei rauskommt, also muss ich meinen Hut für ziehen, bin ich sehr dankbar, bin ich sehr gerührt, muss ich auch ganz ehrlich eingestehen, da ja, bin ich offen und ehrlich genug zu sagen, dass mich das wirklich berührt hat. Und ja, das Einzige, was natürlich so ein bisschen scheiße ist, dass die Dinger natürlich nicht glutenfrei sind und ich jetzt 4 Riegel über 27 Tage bei mir zu Hause haben muss, ohne sie zu essen. Und ich sag euch, das ist Hammer. Das ist wirklich hammerhart für mich. Und da bin ich sehr gespannt. Das konnte der Sebastian natürlich nicht wissen, wo das Paket abgeschickt hat. Da habe ich wahrscheinlich die Glutenfrei-Challenge noch gar nicht annonciert. Oder ja, das ist ein heimlicher Sadist. Ich weiß es nicht. Wo auf jeden Fall ein Sadist ist, ist mit dem Chili-Tee, weil ich bin wirklich kein Chili-Fan. Ich werde aber einfach aus der Tatsache raus. Derjenige hat sich das für mich überlegt, hat das ins Paket gelegt. Werde ich, obwohl ich wirklich alles, was Chili ist, meide, ich werde da einen Beutel zu mir nehmen. Das ist einfach so. Es gehört sich für mich so, dass ich das einfach probiere. Und ja, die Riegel werde ich testen. Bin ich auch sehr gespannt. Zu den richtigen Hammerriegel, bis auf diesen Twilight, der allerdings total nährstoff- und vitaminbefreit ist, habe ich mir jetzt noch nicht gefunden. Und diese Oat Snacks, die habe ich auch noch gar nicht probiert. Ich habe schon ein paar dieser Rohkost, dieser Pressriegel gegessen. Und bin ich sehr gespannt. Das sind 4 unterschiedliche Riegel. Den Test wird es allerdings erst ab einem Monat geben. Oder ich breche die Glutenfrei-Challenge ab. Eventuell sogar wegen den Riegeln. Das kann durchaus möglich sein und ja, also aber das ist halt, es kommt wie es kommt und das Buch ist natürlich der Hammer, also es ist wirklich, trifft ja nur absolut meine Sache und wenn ich auf dem Klo bin und dann so eine buddhistische Geschichte, das, was kann es Schöneres geben, ne? Jetzt möchte ich euch die Ergebnisse der Verlosung mitteilen, also
verlose natürlich nicht. Ich habe ja natürlich nicht verlost. Früher habe ich verlost. Deswegen, mein konditionierter Verstand hat jetzt noch Verlosung gesagt, obwohl das natürlich keine Verlosung war. Das ist natürlich klar. Ich habe mir den gehaltvollsten Beitrag herausgesucht und der sozusagen die größte Leistung vollbracht hat. Und der hat dieses Buch bekommen, beziehungsweise die beiden Bücher, die ich sozusagen nicht verlost habe. Und ich habe mir keine Zettel hier mit hingelegt und zusammen gerollert und dann gezogen. Das habe ich nicht gemacht, sondern den gehaltvollsten Beitrag ausgewählt. Und der gehaltvollste Beitrag, also erstmal die drei Bücher, ich habe mir ja nochmal alles aufgeschrieben, damit ihr Bescheid wisst, die drei Bücher, um die es ging, die habe ich sozusagen jetzt unters Volk gebracht und wie folgt. Frühfong hat das Säftebuch, Carpe Diem hat das Placebo-Buch, der André hat das, der Veganari, es gibt ja noch einen anderen André, der hat das Buch für Hochsensible, das passt wie die Faust des Auge. So, und dann die beiden Bücher, die ich sozusagen nicht verlost habe, die gehaltvollsten Beiträge hatten, die hat einmal die Stefanie isst ganz viele Tiere. Nein, Stefanie isst keine Tiere. Die hat das klinische Buch gekriegt und Fauswäsch hat High Carb Diät bekommen. Und ja, das sind die 5 Bücher. Die gehen am Montag, Dienstag raus. Bitte schickt mir noch eure Adresse per Mail oder per Facebook, wenn ihr dies noch nicht getan habt. Die Stefanie und Fauswäsch, die junge Dame, die haben mir das auf keinen Fall getan, weil die eben ja erst jetzt benachrichtigt wurden. Der andere hat es glaube ich auch noch nicht gemacht und die anderen beiden haben es mir schon geschickt. Also von daher, ja, auch da schön, dass ich auch da was zurückgeben kann, für die schönen Glückwünsche, für die lieben Glückwünsche vor allem. Und dann möchte ich noch eine Sache erwähnen und das ist mir auch sehr wichtig. Und zwar die Stefanie gestern. Wir sind jetzt ungefähr um 11 Uhr zum Samstag sind wir jetzt. Und über das Video gestern von dem Jimmy Kelly haben ja alle zugestimmt. Ich habe mich total gefreut, weil in der Situation habe ich gemerkt, dass die anderen Leute das gar nicht so negativ berührt hat wie mich. Und deswegen hat es mich das sehr gefreut, dass das so ist. Aber mich hat es auch sehr, sehr gefreut, dass die Stefanie, und zwar jetzt rede ich von der Stefanie Steff Plant-Based, ich weiß gar nicht, ihr wisst, auf jeden Fall, wenn ihr die Beiträge seht, wisst ihr, welche Stefanie ich meine. Ich versuche mir immer von euch nur die Vornamen zu merken und nicht immer den ganzen Nickname. Und diese Stefanie, Steffi heißt sie, glaube ich, möchte einfach Danke sagen, aus dem einfachen Grunde, weil wirklich jeder bis zu diesem Zeitpunkt, wir sind jetzt ungefähr um 11, geschrieben hat, dass er das versteht und dass das, dass er da mitfühlt. Aber sie hat geschrieben, dass sie das eher normal empfindet. So, und damit hat sie wirklich sich gegenüber den anderen Kommentaren eigentlich ja irgendwie so geoutet. In dem Moment war es so, dass eigentlich die gängige Meinung, die gesellschaftliche Meinung in dem Moment in dem kleinen Kontext war es so, dass alle gesagt haben, ja. Und das ist ja auch moralisch eher leichter zu sagen, ja, das ist schlimm, was der Jimmy Kelly, was die Leute gemacht haben. Aber die Steffi hat ehrlich gesagt, nein, für mich wäre das normal. Und das finde ich so wichtig, dass wir uns wirklich austauschen, dass wir auch nicht die anderen kritisieren. Dass wir nicht, weil jemand anders aufgewachsen ist, anders konditioniert und vielleicht nicht unseren moralischen Ansprüchen genügt. Und da geht es nicht um vegan oder nicht vegan, sondern auch um solche Details. Dass der ehrlich und offen hier auf dem Kanal seine Meinung sagen kann und sagt, nee, für mich ist das normal, für mich ist das, ja, also ich finde das, ist das okay, ich bin das nur gewohnt. So, das finde ich wichtig, dass wir so uns austauschen können. So lernen wir auch voneinander. Ohne, man kann natürlich auch miteinander diskutieren und man kann auch durchaus mal kritisieren. So, aber da würde ich lieber gerne die Kritik auf mich lenken und die kritische Meinung dann gerne beziehen. Weil ich weiß nicht, wie weit einige von euch sich dann verschreckt fühlen vielleicht davon, wenn andere Leute sie kritisieren. Aber ich finde das auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, dass wir offen und ehrlich miteinander umgehen. Jeder ist anders aufgewachsen, jeder hat eine andere Individualität und entsprechend auch diesen Respekt, ich möchte den definitiv hier beibehalten. Und wenn der Kanal jetzt auch nicht so groß wird und nicht so wächst, das ist mir vollkommen egal. Wichtig ist, dass wir untereinander, dass wir wirklich einen Raum haben, wo wir uns gegenseitig auch befruchten. Ihr lacht immer bei dem Begriff, zumindest bei einigen weiß ich das. Aber dieses Befruchten, dieses Geistig, dieses Anregen, Inspirieren, dass wir da so ein bisschen wirklich einen kleinen Raum haben für uns. Und das möchte ich gerne beibehalten. Und auch ich muss aufpassen, nicht aus diesem Raum auszubrechen, weil ich auch oft abdrehe und mich thematisch verrenne. Das politische Video, das war wirklich mit Abstand mein beschissenstes Video, was ich jemals gemacht habe. Ich weiß nicht, was mich an dem Tag geritten hat. Ich habe mit dem Hamid geredet, mit diesem
diesem Flüchtling sozusagen. Und dann habe ich so ein bisschen geguckt, dann habe ich das Video gesehen, dann emotional reagiert, total unreflektiert, total Blödsinn gemacht, habe überhaupt keine Ahnung von Politik und mache ein Video über Putin. Also ich bin froh, dass ich weiß, wer Putin ist. Deswegen, solche Sachen passieren mir auch. Aber dann kommt euer Feedback. Daumen nach unten, Gewitter, ohne Ende. Das ist, ich meine, manchmal das Daumen nach unten, das muss ich ja nicht immer zustimmen, ne? Das ist ja auch wieder so. Aber da in dem Moment, ich hätte immer selber ein bisschen 30 Daumen nach unten gegeben. Und ich hätte es auch am liebsten gelöscht, das Video. Aber das mache ich nicht. Das gehört dazu, dass man auch mal Fehltritte hat. Und dass man auch, was heißt Fehltritte, aber dass man halt ist, wer man ist. Und das ist ja oft unbewusst. Das ist nicht unbedingt ein Fehltritt. Auch wenn man die Situation mit Jimmy Kelly anders beurteilt. Das ist kein Fehltritt. Das ist eine Summe seiner Erfahrung, seiner Konditionierung und wie man aufgewachsen ist. Und das ist eben so. Es ist nicht falsch oder richtig. Es ist so. Und das einfach zu realisieren und daraus zu lernen und dem bewusst zu werden, das ist wichtig. Und die Steffi hat ja mit ihrem Beitrag, den sie gemacht hat, da auch wirklich, ja, mir auch gezeigt, dass das möglich ist in meinem Kanal, dass man auch da wirklich, und ich finde das wunderbar, ich hoffe, dass sie nicht kritisiert wird für den Betrag, also unrecht, also so böse kritisiert wird für den Betrag, für den Beitrag, weil ich ja jetzt gehe und das nicht mehr beobachten kann. Aber an der Stelle nochmal wirklich danke, Steffi, auch für diesen Beitrag, dass du da auch trotz dessen, dass alle moralisch einwandfrei in der Situation gehandelt haben und sich geäußert haben, was mich natürlich total freut, weil ich das auch nicht so erwartet habe, dass sie in dem Moment dann so ein Statement macht. Das wollte ich an der Stelle auch nochmal loswerden. Ansonsten wünsche ich euch heute noch einen wunderschönen Sonntag. Ich werde jetzt gleich entführt. Ich hoffe, ich habe ja auch nicht immer nur Gutes in der Beziehung getan, dass ich die Sache überlebe und dass ich übermorgen dann quasi oder morgen für euch, wenn ihr das Video jetzt schaut, ja, zu euch sprechen kann. Und dann werde ich auch am Sonntag, also morgen oder heute für euch, wenn ihr jetzt schaut, die beiden Food Diaries machen für die glutenfreie Challenge, dass ich sozusagen, ja, sage, was ich auch auswärtig glutenfrei bekommen habe. Und ja, das soll es gewesen sein. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag. Macht's gut, euer Christian. Tschüssi.